Oh, ihr seid ja auch da. Hallo. Ja, wenn ihr schon mal da seid, dann natürlich erstmal herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Manfredos Garten- und Projektwelt. Und was mache ich gerade? Ich habe gerade einen ganz ansehnlichen Stift fertig bekommen. Schaut ihn euch mal genauer an. So, ein bisschen scharf stellen. Ja, und wenn ihr sehen wollt, was man alles tun muss, bis so ein Stift fertig ist, dann nehme ich euch jetzt einfach mal ein bisschen mit auf die Reise. Viel Spaß! Ja, ihr seht, wir fangen hier gar nicht bei Null an. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Da sind jetzt einige Holzstreifen in amerikanischer Schwarznuss. Dann kommen Streifen in Buche. Davon habe ich schon etwas mehr vorbereitet. Danach einige Streifen in Kirsch. Dann habe ich noch zweimal verschiedenes Furnierholz. Da weiß ich sogar nicht mehr ganz genau, was das überhaupt war. Und die hier, die kommen jetzt zunächst mal nicht dran. Die mache ich erstmal auf die Seite. Da seht ihr nachher gleich, wofür die noch gut sind. Ja, jetzt werden diese Holzstreifen zunächst mal in eine Reihenfolge sortiert, die möglichst wild erscheinen soll. Man sieht hier, die Dicke von den Streifen, die ist ziemlich unterschiedlich. Das ist also auch kein Zufall, das ist Absicht, einfach damit ein schön wildes und sich nicht wiederholendes Muster entsteht. Sogar die Furnierstreifen, die tragen da einiges dazu bei. Naja, also das heißt, jetzt ist zunächst mal Holz sortieren angesagt. Das erscheint trivial, ist aber gar nicht so trivial, bis am Schluss dann auch der letzte Holzstreifen sinnvoll in das Paket gebracht ist. Das machen wir alles im Schnelldurchgang. Und weil es jetzt auch einige Phasen gibt, in denen ich eben wenig kommentieren werde, hört ihr auch ein bisschen Hintergrund, Untermalungsmusik, sodass es eben nicht ganz so langweilig wird. Naja, nachdem das Paket mal irgendwie sortiert ist, wird es verleimt. Da benutze ich einen eingefärbten Holzleim. Und naja, ihr seht, das Verleimen, das dauert ja eine ganze Weile, deswegen auch hier im Schnelldurchgang. Und naja, wie verteile ich den Leim? Mit einem aus der Küche entführten Silikonpinsel. Und wenn ihr genau beobachtet, seht ihr auch, dieses Paket ist natürlich ziemlich wenig stabil, solange so viel Leim dazwischen ist. Da gibt es mit Sicherheit auch elegantere Methoden, da haben sich schon ganz viele Leute Vorrichtungen gebaut. Aber ich denke, ihr seht auch an diesem Video, es geht auch ganz ohne Vorrichtung. Man muss halt an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen mehr aufpassen. Naja, nun wird das Ganze zusammengezwingt und wie es beim Holzleim eben ist, sind lange Trocknungsphasen dazwischen. Aber hier seht ihr schon das fertige und wieder verputzte Blöckchen an Material, was ich da gemacht habe. Das wird jetzt mit in dem Fall mit der Kreissäge, wieder aufgeschnitten in Längsrichtung oder so diagonal, kommen noch ein paar Streifen zum Dazwischenlegen und damit es schön wild wird, jetzt dieses Mittelteil, was entstanden ist, einfach einmal um 180 Grad gewendet und zwei Holzstreifen dazwischen gelegt, dann wird es wieder zusammengezwungen mit zwei Zwingen, natürlich verleimt und dann zusammengezwungen und wieder ist Wartezeit angesagt. Nach dem Warten wieder die Oberfläche verputzen. Und anschließend haben wir wieder einen neuen Block, erneut sägen, durchschneiden, wieder, na, hier sieht man es an der Linie entlang. Anschließend wird wieder ein Stück Holz eingelegt, das Ganze wird wieder einmal gewendet, damit das Muster schön durcheinander wird. Wieder verleimen, na, hier seht ihr, habe ich sogar verschiedene, also drei Stücke, reingeleimt. Verleimen, zusammenspannen, warten bis der Holzleim trocken ist und es geht weiter. Der neue Block sieht jetzt so aus. Der Block wird jetzt mehrfach geteilt, diesmal einfach mal in eine andere Richtung. Da habe ich mir mit dem Winkel halbwegs winklige Linien aufgezeichnet. Das ist nicht ganz so tragisch, aber Vorsicht, Form durchschneiden, auch noch ein bisschen nummerieren, weil nachher beim Sortieren geht es unter Umständen ganz schön durcheinander. Also gut, es wird gesägt und ihr seht auch hier übrigens dieses Abfallstück. Da hatte ich einen Bekannten bei mir in der Werkstatt, der hat gesagt, Mensch Manfred, bei dir sehen die Abfallstücke interessanter aus als bei manchen die ganze Werkstatt. Ja, also es ist gesägt, auch hier wieder umsortieren, ein bisschen umdrehen. Das Ziel nach wie vor ist ja, dass es möglichst wild aussehen soll. Wenn wir das geschafft haben, wieder kleine Stücke dazwischen leimen, alles in ein Paket verspannen, wieder verleimen, so langsam wird es langweilig. Naja, aber wir haben jetzt auch schon einen Großteil von dieser Verleimarbeit hinter uns. Wenn das Ganze wieder getrocknet ist, nochmal durchschneiden. Auch hier,
Ist gar nicht so leicht zu entscheiden, an welcher Stelle das man schneidet. Und ihr seht gleich, wenn das jetzt geschnitten ist, dass es anschließend, wenn man hier wieder wendet, auf einmal ein ganz anderes Holzformat bekommt. Bisher war es ja eher so ziemlich länglich, wenn man jetzt da noch zwei Streifen dazwischen legt. Die sind übrigens auch ganz gut als Ausgleich dafür, dass er bei jedem Sägeschnitt wieder Holz weg ist. Dann wird es eher so fast ein quadratisches Stück Holz. Aber auch das hat man mit der Zeit ein bisschen im Griff. So, jetzt wird hier neu geschnitten und ihr seht, ab sofort ist diese Sägerei nicht mehr dafür da, dass das Holz nochmal zusammengeleimt wird, sondern jetzt entstehen so langsam diese Stiftrohlinge. Die sind jetzt nach dem vielen Oberflächeschleifen, nicht mal mehr 40 mm hoch. Und das ist ja auch das, was ich ursprünglich angesprochen hatte. Wenn es ein bisschen höher gewesen wäre, dann hätte ich aus jedem von diesen Streifen, die ich hier jetzt absäge, in der Höhe quasi zwei Stiftrohlinge machen können. Aber so wie es jetzt geworden ist, ihr seht ja, wie ich mit dem Problem umgehe. Zunächst mal die schräg anlaufenden Stirnkanten nochmal versäubert. Anschließend werden diese ganzen Rohlinge nochmal längs geteilt und zwar, hier sieht man erstmal schön, wie es wird. Nochmal längs geteilt und zwar in einen, ich nenne es mal echten Rohling, das ist der, der auf der Anschlagseite ist, und ein Reststück. Aber auch für diese Reststücke haben wir sicher gleich noch eine Verwendung. So, nun sind also die ersten Rohlinge für die Stifte fertig. Ihr seht, sehr individuell. Also auch so individuell, dass tatsächlich auch kein Kunde kommen kann und sagen, ich möchte genau den gleichen Stift nochmal. Und das macht ja auch den Reiz der Sache aus. Hier sind also die Streifen, die nicht so breit sind, dass man direkt einen Stift draus machen kann. Aber auch von denen haben wir ja genug. Das heißt jetzt in dem Fall machen wir aus drei von den Streifen eben auch nochmal eine kleine Verleimarbeit, sodass dann am Schluss sogar ein Rohling rauskommt, der nochmal dreimal so viele Holzsegmente beinhaltet, wie das, was im oberen Bereich vom Bild schon fertig geschnitten ist. Dazu muss man jetzt natürlich nochmal leimen. Ihr seht übrigens, meine Leimflasche, der Pegel, der geht deutlich zurück. Die war am Anfang ganz gut gefüllt. Aber auch das gehört eben bei solchen Arbeiten dazu, dass ganz schön viel Leim drauf geht. So, das wird jetzt auch nochmal mit Zwingen zusammengehalten. Ein bisschen schön für die Kamera hinstellen. Und ich sage euch, das ist das letzte Mal, dass ihr jetzt Holzleim sehen musstet. Als nächstes sind wir an der Bohrmaschine. Ja, da muss zunächst mal in jeden dieser Rohlinge mit einem großen Bohrer, so groß wie die Hülse eben ist, ein Loch rein. Aber Vorsicht, damit der auch mittig bohrt, wird zunächst mal, das ist so ein Maschinenzentrierbohrer, mit dem ein Loch reingemacht. Oh, ihr seht hier, was ich da andeute, das Holz, das ist durch die verschiedenen Faserausrichtungen sehr biegsam in alle möglichen Richtungen. Damit es beim Bohren nicht ausweicht, habe ich hier einfach aus dem Reststück so eine kleine Aufnahme geschnitten, die das ganze Teil stabilisiert. Da kommt von der Vorderseite auch nochmal ein Stabilisierungsbrett davor und dann kommt es in den Maschinenschraubstock. Und das alles gewährleistet, dass eben am Schluss das Loch auch gerade wird und sich das Holz nicht unter der Bohrerlast quasi wegbiegt. Dann kommt hier eben das Zentrierloch rein, anschließend mit dem großen Holzbohrer gleich im passenden Maß das fertige Loch. Das funktioniert ganz gut beim Bohren, aber das muss ich ja keinem von euch erklären. Eben immer mal wieder die Späne aus dem Bohrloch holen, damit sich da nichts verklemmt und nichts heiß wird. Ja, bevor wir jetzt weitermachen, wird dieses entstandene Loch mit einer kleinen Bürste schön gereinigt, dass kein Holzstaub mehr drin ist. Wir schauen vorsichtshalber auch mal, ob die Hülse, die da rein soll, tatsächlich passt. Die muss da also so locker sitzen, dass sie wirklich durchfallen kann. Bevor die Hülse eingeklebt wird, wird sie noch schön verschliffen, damit die Oberfläche auch fettfrei und ein bisschen angeraut ist. Jetzt aufpassen, damit beim Verkleben kein Leim in die Hülse kommt, muss man ja irgendwas als Verschluss reinmachen. Manche machen da mit einer Kartoffelscheibe oder mit allen möglichen Mitteln, mit Wachs oder so. Ich habe mir angewöhnt, ich mache das mit einer Korkplatte, da kann man quasi mit der Hülse selbst das Loch ausstanzen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, wenn wir also diese Hülse vorne und hinten schön verschlossen haben, dann wird mit einem ziemlich dickflüssigen, in dem Fall Sekundenkleber, die Hülse eingeklebt. Vorher gerade nochmal gucken, ob sie auch wirklich noch passt, wenn da ein bisschen Zeit rumgeht, dass das Holz nicht noch gearbeitet hat. Ja, dann kommt Sekundenkleber dran. Ich mache diese Arbeit übrigens gern im Freien, dann ist es mit den Sekundenkleberdämpfen ein bisschen weniger kritisch, ansonsten unter einem kleinen Abzug am besten. Ja, also ihr seht auch, den Sekundenkleber muss man nicht wirklich
sehr verteilen. Der verteilt sich dann, wenn man es geschickt macht, beim Einführen in unseren Stift Rolling selbstständig. Deswegen wird es so ein bisschen gedreht und geschoben. Naja, und irgendwie muss man eben auch schnell sein. Es ist halt nach wie vor Sekundenkleber. Ja, und hier kommt ein kleines Spezialwerkzeug. Naja, was für ein Spezialwerkzeug. Diese Kork-Plättchen müssen halt jetzt eben wieder raus. Und dazu eignet sich am besten eben so ein dünner Holzstab. Das sammelt sich mit der Zeit in so einer Kiste an, dass wenn man Stifte macht, dass man eben das Zeugs beisammen hat, was man da braucht. Ja, jetzt muss die Oberfläche plan gefräst werden. Das ist ein echtes Spezialwerkzeug. Und ihr seht, dieses Spezialwerkzeug, das ist ein bisschen klein. Ne, das gibt's im Prinzip, könnte man sich das für jede Holzhülse oder für jede Hülse selber wieder anfertigen. Für manche habe ich das auch, für die Stifte, wo ich ganz viele mache. Aber jetzt bei dieser Stiftart habe ich eben noch nicht den richtigen Don. Aber auch hier gibt es quasi mit Hausmitteln ja eine einfache Lösung. Ihr seht hier mit Kreppband kann man das ganz gut anpassen, sodass quasi der Durchmesser genau passt. Und es ist auch ausreichend genau, wenn man das schön stramm passend macht, sodass quasi die Oberfläche am Schluss schön plan gefräst werden kann. Ja, das heißt, als nächstes geht es an die Maschine, um die Oberfläche plan zu fräsen. Bevor man allerdings mit diesem Werkzeug in das Loch reinfahren kann, muss man es ein bisschen verputzen. So ganz am äußeren Rand sind halt doch noch ein paar Klebstoffreste da. Das mache ich immer mit einem Metallbohrer, der eben einen halben Millimeter weniger Durchmesser hat als der ursprüngliche Bohrer. Das passt ganz genau in die Hülse rein. So, jetzt kommt eigentlich das Planfräsen dran. Aber das werde ich euch nicht zeigen, wie ich das mache, weil es immer wieder ein paar Sicherheitsfanatiker gibt, die da quasi sagen, Mann, und das zeigst du auch noch im Internet. Das heißt, hier seht ihr das Endergebnis, bitte scharf stellen, genau. Na, da ist eben jetzt vorne und hinten das Holz runtergefräst, bis genau zum Rand von dieser Hülse. So, hoppla, wieso sind wir an einer Metalldrehbank, beziehungsweise was habe ich da für einen Metallstab? Zunächst mal, aus welchem Material ist der? Der ist aus, naja, landläufig nennt man es V2A, also ein rostfreier Edelstahl. Wozu brauchen wir jetzt das? Ich will doch einen Stift machen, bei dem ich das Innenleben, alle Metallteile, eigentlich schon habe. Aber was mir noch fehlt, ist auch für diese Stiftart quasi die Aufnahme in die Drechselmaschine. Die sogenannten Bushings. Und weil ich da keine habe und weil ich eigentlich jetzt auch keine kaufen möchte und diese Metalldrehmaschine eben auch zur Verfügung habe, machen wir uns die jetzt selber. Na, zunächst mal die Oberfläche plan drehen, dann anschließend muss da ein Loch rein mit einem sehr genauen Durchmesser. Ihr seht es hoffentlich, Durchmesser 6,3 mm. Das ist quasi die Aufnahme in der Drechselmaschine. Also machen wir zunächst mal ein passendes Loch in die Mitte, 6,3 mm. Und anschließend wird eben die Außenform so gefertigt, dass quasi ein Teil von dieser Bushing-Aufnahme genau in unseren Stift hineinpasst, also quasi in diese Metallhülse, die wir in den Stift geklebt haben, und der andere Teil, der dann weiter hinten kommt, genau dem Außendurchmesser des Stifts entspricht. So, das heißt, ihr müsst jetzt noch ein ganz klein bisschen die Dreharbeiten anschauen, also Dreharbeiten an der Metalldrehmaschine. Ja, und wenn das Ganze fertig ist, dann schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Und zwar, jetzt sind wir hier, das sind diese beiden Bushings. Die werden aufgefädelt auf dem 6,3 mm Don auf der Drechselmaschine und passen hoffentlich vorne und hinten ganz genau in unseren jetzt schon ganz schön weit gekommenen Stiftrohling hinein. Ja, das Ganze wird dann eben aufgefädelt auf der Drechselmaschine. Noch zwei, drei Abstandsstücke rein, hinten mit der Mutter fixiert und dann kann endlich das Drechseln losgehen. Jetzt habt ihr also schon 13 Minuten Video über euch ergehen lassen müssen, bis dann tatsächlich das erste Mal das Drechseln drankommt. Aber ich denke, ist ja auch interessant, wie man mal bis zu diesem Stand kommt, sodass tatsächlich das Stiftdrechseln anfangen kann, wenn ich nicht einfach einen gekauften Rohling nehme und direkt loslege. Also, los geht's mit der Drechselei. Ja, vor dem Drechseln natürlich noch die Werkzeugauflage positionieren und auch schauen, ob sich das Werkstück noch frei drehen lässt. Übrigens, die Maschine, die ich hier benutze, das ist eine ganz, ganz alte, eigentlich eine Metalldrehmaschine von der Firma Neotor, ein Schweizer Fabrikat, gibt es schon lange nicht mehr zu kaufen, eignet sich aber ganz hervorragend für diese Stifteproduktion. Ja, jetzt muss zunächst einmal mit einer Schrubbröhre der Außendurchmesser oder quasi die Außenform rund gemacht werden. Ihr habt gesehen, ich habe die Mutter zu wenig angezogen, ist ein bisschen hängen geblieben und gleich gibt es Ausrisse, also Nacharbeit.
Ja, und jetzt mit der Schrubbröhre ganz, ganz vorsichtig Material abnehmen. Das ist also jetzt tatsächlich etwas, ich nenne es mal kitzliger als bei normaler Stiftherstellung, weil eben hier die Holzfasern in alle möglichen Richtungen kreuz und quer ausgerichtet sind. Und die Gefahr, dass es eben jetzt hier Ausbrüche oder Ausrisse gibt, die ist schon enorm groß. Deswegen verbrauche ich hier auch ganz schön viel Zeit mit quasi diesen Drechselarbeiten. Das geht bei normalen Stiften deutlich schneller. Na, hier schauen wir nochmal, wie ist es mittlerweile geworden. Oberfläche ist so mittelmäßig gut. Man kann hier auch nicht mit Meißel arbeiten, weil man tatsächlich vom Hirnholz ins Querholz und überall hinkommt. Es muss halt mit der Röhre fertig gemacht werden, so gut wie es geht. Ja, also hier ist er schon fast rund, nur noch eine kleine plane Fläche. Die Röhre zwischendurch und vor allem kurz vorm Ende auf jeden Fall auch nochmal schön nachschleifen, dass man ganz, ganz scharfes Werkzeug hat. Man muss schauen, dass man die Röhre wirklich auch schneidend verwendet und nicht schaben. Aber ich denke, diejenigen, die sich das Video bis zu diesem Zeitpunkt angeschaut haben, die haben bestimmt auch schon einige Stifte gedrechselt oder haben zumindest vor, das zu machen und haben schon ein bisschen Drechselerfahrung. Deswegen, ich glaube, also zum Drechseln selber, da erkläre ich jetzt ziemlich wenig. Es geht ja eher so um diesen Gesamtprozess, wie entsteht ein Stift, wenn man eben tatsächlich anfängt mit den einzelnen Holzstücken, die man am Anfang zusammenleimt, bis hin zu diesem fertig verleimten, ja, Holzrohling über das Einkleben der Hülse, bis eben dann am Schluss der fertige Stift in Händen ist. Ja, am rechten und linken Ende haben wir jetzt dadurch, dass die Bushings auf Endmaß gefertigt sind, eben den Vorteil, dass wir relativ leicht unser fertiges Maß treffen können, weil wir das Holz eben einfach runterdrechseln bis auf das Maß der Bushings. So, jetzt noch ein Wort zum Schleifen. Gerade bei so einem Stift, den wir hier machen, der besteht aus verschiedenen Holzarten und der besteht aus verschiedenen Holzausrichtungen. Das sollte man eben versuchen, tatsächlich durch das Drechseln den Stift so gut wie möglich fertig zu bekommen. Es darf nicht am Schluss notwendig sein, dass man durch das Schleifen noch im größeren Maßstab Material abnimmt, weil eben durch diese verschiedenen Holzarten und Ausrichtungen das Holz an jeder Stelle unterschiedlich stark abgeschliffen wird. Und wenn man da lang genug schleifen, dann ist der Stift eben einfach nicht mehr schön rund, sondern wird wellig und bekommt, ich nenne es mal Dellen. Naja, das heißt, es wird nur noch so viel geschliffen, dass eben die Oberflächenqualität, die man jetzt eben nicht 100% hingekriegt hat, dass die noch verbessert wird. Und ihr seht auch so verschiedene Körnungen. Ich halte sie immer wieder ins Bild. Also ich habe angefangen mit quasi einem 220er Papier. Dann kommt so ein 320er Papier. Anschließend noch ein 400er Schleifpapier. Und viel exakter muss man eigentlich jetzt erstmal überhaupt nicht schleifen. Denn es ist ja jetzt nicht die Oberfläche, die man später in Händen hat, sondern das ist ja die Vorbereitung der Oberfläche fürs anschließende Auftragen von unserer, ja, Oberflächenbeschichtung. Und da reicht also eigentlich ein 400er Schleifpapier ausreichend aus. Dass beim Schleifen immer gut abgesaugt werden muss, das brauche ich euch nicht sagen. Da habe ich immer einen Staubsauger mit dabei. Und ihr seht auch, jetzt am Ende sauge ich die Oberfläche vom Stift mit einem Sauger gut ab. Das liegt daran, dass ich möchte, dass eben in den Holzporen, obwohl das ganz feinporige Hölzer sind, kein Schleifstaub mehr festgesetzt ist. Gerade jetzt in dem Fall, wenn wir so viele verschiedene Holzfarben haben. Sonst schauen wir eben, gerade wenn es jetzt auch grobporige Hölzer wären, wie zum Beispiel Eiche oder so, hätten wir überall in den Poren einen Schleifstaub von einem fremden Holz. Das sieht meistens nicht so gut aus. So, Stift ist fertig gedrechselt, fertig geschliffen, kommt jetzt runter von diesem Mandrell und von dieser Maschine. Schauen wir uns nochmal schön an, ob er gut geworden ist, ob keine Ausbrüche da sind und so. Ja, und ruckzuck sind wir in einem anderen Teil der Werkstatt. Ihr seht, das sind die Stiftrohlinge, die ich gemacht habe. Noch einige mehr. Ich mache immer gerne ein paar Stifte hintereinander, einfach weil es wirtschaftlicher ist. Ja, also der fertig geschliffene Rohling kommt jetzt eben auf diese Maschine hier. Das ist eine relativ günstige Maschine, die nehme ich tatsächlich selten, um Holz zu bearbeiten. Also ich gehe mal auf den Markt oder so, weil sie eben auch schön leicht ist. Aber für meine Oberflächenbeschichtung eignet sie sich besonders gut. Auch deswegen, weil sie also wirklich fast lautlos arbeitet. Da kann man auch durchaus am Sonntagabend oder Sonntagnachts noch ein paar Oberflächen beschichten. Ja, jetzt kommt eben die Oberfläche dran. Wie machen wir das? Auf die Oberfläche, da kommt bei mir jetzt ein Sekundenkleberauftrag. Dazu nehme ich einen ganz dünnflüssigen Sekundenkleber. Auf Augenschutz und Atemschutz und alles achten, brauche ich euch nicht sagen. Und weil eine Schicht Sekundenkleber eben nicht ausreichend ist, kommen da ganz schön viele Sekundenkleberschichten dran.
Ich mache das Ganze jetzt mal im Schnelldurchgang und ich werde immer versuchen, so ein bisschen einzublenden, bei welcher Schicht das wir gerade sind. Und naja, auch wenn das jetzt hier alles ganz schön schnell aussieht und auch wenn man denkt, Sekundenkleber dauert ja nur ein paar Sekunden, na, so ein Sekundenkleber, so richtig als flächige Oberfläche, der braucht eben doch einige Zeit, bis die Oberfläche so weit durchgetrocknet ist, dass man da weitermachen kann. Und ihr seht auch, alle paar Schichten helfe ich ein bisschen nach mit so einem Härter-Spray, das eben einfach den Sekundenkleber schneller durchreagieren lässt, einfach, dass man auch in endlicher Zeit fertig wird. So, habt ihr schon mitgezählt, wie viele Schichten das wir schon haben? Also, ich verrate euch, das Geheimnis ist es ja nicht, man sieht es ja im Film, es gibt bei mir in der Regel immer 20 Schichten von diesem Sekundenkleber und damit habe ich auch schon immer gute Erfahrungen gemacht, weil es muss ja anschließend noch geschliffen und aufpoliert werden und auch das dauert ja entsprechend, das braucht entsprechend noch ein bisschen wieder Materialabtrag und so, dass dann am Ende auch wieder genug Sekundenkleber drauf ist. Wie gesagt, bei mir 20 Schichten und Leute, nochmal, bei dieser Sekundenkleberarbeit, dann entstehen eben im großen Maßstab Sekundenkleberdämpfe. Also wenn ihr das nicht wirklich im Freien macht und selbst da, muss man, wenn man es öfters macht, also gut auf Atemschutz achten. Ich habe da tatsächlich eine gute Atemschutzmaske mit einem Aktivkohlefilter und gleichzeitig läuft immer noch eine Absaugung, um eben die Raumluft relativ schnell auszutauschen. Ansonsten kriegt man da auch schnell Atemprobleme oder eine Sekundenkleberallergie oder irgendwas anderes. So, ich erkläre schon wieder ziemlich viel für das bisschen, dass hier nur ein Stift entsteht. Deswegen, das ist jetzt im Schnelldurchgang fertig und wir begeben uns an den nächsten Arbeitsschritt. Ja, also eine Schicht noch. Ja, und danach schauen wir uns mal das Endergebnis an, halte mal die Maschine an. Und man sieht natürlich, der Stift, der glänzt zwar schon schön, hat allerdings noch ganz schöne Oberflächenriefen quasi, ne? Das heißt die Beschichtung, aber insgesamt sieht er gut aus. Ja, diese Riefen, die müssen jetzt eben noch weg. Das heißt, kleiner Zeitsprung, wir machen diesen Rohling wieder auf die Maschine. Oh, ihr seht, falsches Bushing für diese Seite, ist zu groß. Ne? Der Stift ist vorne und hinten unterschiedlich groß, so rum passt es besser. Ja, das heißt, diese selbstgemachten Bushings kommen jetzt auch wieder hier zum Schleifen in Einsatz. Wird aufs Mandrell aufgefädelt, den Vorgang kennt ihr ja schon, 2-3 Distanzstücke. Und so zeige ich euch nicht. Es wird geschliffen, Körnung 220 ist der Beginn, 220 deswegen relativ grob, damit eben diese grobe Oberflächenstruktur erstmal weg ist. Sieht man jetzt auch, ne? Jetzt wird die Oberfläche so milchig ein bisschen, aber das wird schon, es wird dann noch ganz viel feiner geschliffen und am Schluss aufpoliert. Naja, also mit dem 220er Papier erstmal die grobe Oberflächenstruktur wieder weg, bis eben quasi einfach eine geschliffene Oberfläche entsteht, die dieser Körnung entspricht. Und anschließend kommen eben auch wieder weitere Körnungen. Dann haben wir 320 und 400 und so weiter und so weiter. Irgendwann gehe ich über auf die solche Schleifpads, Acrylschleifpads quasi. Das ist dann ein Nassschleifverfahren. Erstens entsteht da nicht so viel feiner Schleifstaub und zweitens halten die viel länger und es ist eigentlich auch günstiger und ich kriege trotzdem eine ganz hervorragende Oberfläche damit zusammen. Ja, und weil wir auch diese Oberfläche, die wirklich schon sehr schön ist, noch nicht genügend glänzt, habe ich hier noch eine Politurpaste und damit wird jetzt die Oberfläche nochmal zusätzlich poliert und das Endergebnis, das entspricht also wirklich jetzt einem Hochglanzergebnis. Da sieht man mit dem bloßen Auge überhaupt gar keine Riefen mehr oder so. Entsprechend, so stelle ich mir meine Stifte vor und so werden sie in der Regel auch. Und ja, jetzt dürft ihr noch kurz sehen, wie das Ganze poliert wird. Und anschließend muss eigentlich nur noch der Stift montiert werden. Ja, zum Montieren, da gibt es ja diese Einpressteile. Das gehört jetzt wiederum zum Stiftbausatz. Das sind ja Sachen, die ich nicht selbst gefertigt habe. Ja, die werden jetzt noch gepresst. Ich mache das immer ganz gerne auf meiner Metalldrehbank, einfach weil es da schön dosierbar ist mit der Kraft, die man ausübt. Das heißt, jetzt vorne und hinten noch die Einpressteile rein. Den Clip nicht vergessen. Wenn man den vergisst, dann hat der Stift eben keinen. rauskriegt man das so schnell nicht mehr. Ja, und nach dem Verpressen werden dann eben noch die Innenteile, die bei dem Stift ja wirklich sehr einfach sind, rein geschraubt.
Das ist ein Fallminenstift, das heißt, der hat ein Innenleben, was komplett aus einem Stück besteht. Hier sieht man das. Das wird einfach in die Hülse eingeführt, hinten festgeschraubt und schon ist er fertig. Ist also einer der einfachsten Stiftbausätze, die man sich eigentlich so vorstellen kann. Ja, und dann ist der Stift quasi fix und fertig und ich gehe noch in mein kleines Fotostudio, mache davon noch ein paar schöne Fotos. Und ja, damit ist auch dieses Projekt eigentlich technisch schon wieder abgeschlossen. Oh, da seid ihr ja wieder. Ja, also jetzt habt ihr mal gesehen, wie viel Mühe da drin steckt, wenn so ein Stift gemacht wird. Das heißt Mühe, Zeit halt einfach. Und ihr habt in dem Video ja sicher auch schon gesehen, dass ich es eben nicht bei dem einen Stift belassen habe. Ich habe hier mal die Stifte, die im Laufe der Videoerstellung entstanden sind, mal alle in so einem kleinen Präsentierschälchen. Ja, und ganz nebenbei sind eben jetzt nicht nur die Rohlinge für diese Stifte hier entstanden, sondern noch einige weitere. Ich blende euch jetzt einfach mal ein Foto von denen ein. Und es steht ja Werbevideo drüber. Das heißt, dieses Video ist tatsächlich ein bisschen für Werbung gedacht. Werbung in eigener Sache. Und zwar, ich werde jetzt nicht aus allen diesen Rohlingen Stifte herstellen. Die ich gemacht habe, sind einfach ein Musterstift, dass man mal sieht, wie das wird. Die anderen Rohlinge, die sind verkäuflich. Und sobald mein kleiner Shop wieder online ist, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung einfach mal die Adresse zu meinem Shop. Und wenn sie dann noch nicht verkauft sind, dann könnt ihr diese Rohlinge auch erwerben. Dann habt ihr nämlich dieses ganze Sägen und Verleimen und was da alles gemacht werden muss, euch gespart und könnt direkt loslegen, selbst so einen Stift zu machen, wenn ihr alles andere fürs Stifte machen könnt. Dazu habe ich noch keine Anleitung gemacht, aber ich glaube, zum Stifte machen gibt es schon ganz schön viele Anleitungen auch im Internet. Da muss vielleicht nicht unbedingt ich jetzt eine Anleitung machen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video wieder ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Wenn ihr keine Videos von mir verpassen wollt, dann drückt auf Abonnieren oder vielleicht sogar die Glocke, dann werdet ihr erinnert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja, und ansonsten schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn euch was aufgefallen ist, wenn ihr was genauer wissen wollt, wenn ihr was anders machen würdet. Egal was, ich freue mich über alle Kommentare und ich versuche auch immer alle Kommentare zu beantworten. Ja, bis zum nächsten Projekt, euer Manfred.